Wie geht es dir? Eine Frage, die uns häufig gestellt wird, wenn man ja jemandem begegnet, sich mal wieder sieht, dann so die Frage, wie geht es dir? Und jetzt kommt etwas, das ja fast alltäglich ist. Keiner beantwortet diese Frage aufrichtig und ehrlich. Und hier für Betroffene von Narzissten ist es ein System, das sie anwenden, das sie gelernt haben, weil sie empathisch sind, weil sie nicht sagen können, wie es ihnen in der Tiefe geht, weil sie verstanden haben, dass A, ihr Problem nicht verstanden wird und weil sie Scham haben, den anderen mit ihren Sorgen, mit ihren Nöten, mit ihrer Situation zu belasten. Sie können nicht einfach sagen, wie geht es dir? Ja, es sieht so und so aus in der Beziehung mit den Eltern, der Beziehung am Arbeitsplatz, in der Beziehung, es läuft nicht, wie es sein sollte. Es ist alles gut, alles in Ordnung, großartig. Das sind die Antworten, die wir hören, auf die wir auch warten. Weil die Frage ja eher eine Floskel ist, die ist rhetorisch gemeint, sag mir ja nicht, wie es dir wirklich geht. Ich habe jetzt keine Zeit zuzuhören, sondern sag mir einfach, dass es gut ist, dann geht's mir dabei gut, dir geht's gut und dieses System läuft. Und gerade bei empathischen Menschen ist dieses System ganz tief verankert. Und das soll's in diesem Video gehen. Mein Name ist Hubert Hafner. Ich bin Selbstwert- und Burnout-Coach, habe Bücher geschrieben und hier stelle ich dir zwei vor. Ursprung vieler Krankheiten, ein Buch, das ich als erstes geschrieben habe, mein Erstlingswerk in dem Fall, dem ich aufzeige, wo Krankheiten herkommen. Und zweitens, hinterm Vorhang verdeckter Narzissmus. Dieser Narzissmus ist so schwierig zu erkennen, weil die Personen nach außen gar nicht so scheinen, dass sie hinter dem Vorhang so bösartig sein können, sich so böse den anderen gegenüber verhalten können, die hinterm Vorhang mit ihnen zusammenleben. Wenn dir die Videos gefallen, hast du die Möglichkeit, den Kanal zu abonnieren, Kommentare zu hinterlassen, das Video zu teilen, gerne auch den Daumen nach oben geben. Und wenn du ein 1:1 Coaching möchtest, wenn du Fragen hast, darfst du gerne eine E-Mail an mich schreiben. Ich habe dir meine Internetseite verlinkt. Dort kommst du auf ein E-Mail-Programm, in welchem du deine Anliegen an mich oder dich mit deinen Anliegen an mich wenden kannst. Doch schauen wir uns nun das Lächeln durch den Schmerz hindurch einmal an. Etwas, das mir aufgefallen ist, wenn es um Menschen geht, die mit Narzissten zusammenleben, ist die Empathie, die diese Menschen auszeichnet, auch eine gewisse Hochsensibilität, eine Fähigkeit, Stimmungen zu erkennen, Stimmungen zu begreifen, die ich bei anderen Menschen so nicht immer sehe, nicht immer finde, aber bei Menschen, die von Narzissten in narzisstischen Beziehungen sind oder waren und dieses Verlassen, sich auf den Weg in die Freiheit machen, ist es immer wieder eine Charaktereigenschaft, die sie auszeichnet, Stimmungen zu kennen, Stimmungen zu lesen und darauf zu reagieren. Und hier kommt etwas dazu. Sie sind das als Abwehrmechanismus gewohnt, Stimmungen zu lesen, um sich angepasst der Stimmung zu verhalten. Und hier geht es darum, dass es um eine Schutzfunktion geht. Diese Hochsensibilität, es gibt sie, aber hier diese anerzogene, lenkt letztlich damit zusammen, dass sie gelernt haben, nicht ich bin genug, nicht ich werde geliebt, sondern mein gutes Verhalten wird geliebt und sie ganz auf die Stimmung eines Dritten abgestimmt waren, meistens ein Elternteil, oft die Mutter. Und diese Stimmung haben die Kinder gelernt aufzunehmen, zu lesen und sich entsprechend zu verhalten. Und vor allem haben sie gelernt, du und deine Probleme, ihr seid nicht wichtig, du bist selber das Problem, wenn du irgendetwas forderst, wenn du deine Wünsche äußerst, wenn du Bedürfnisse hast, dann bist du das Problem. Und weil du ja nicht das Problem sein willst, hast du gelernt, genau dieses zurückzuhalten, das mit dir selber auszumachen, in dich hineinzufressen, nicht über dich zu reden, du willst ja nichts Problem sein.
Und jetzt bist du in so einer Beziehung, erkennst es, und jetzt fragt dich jemand, ja, wie geht's dir? Du möchtest denn das Problem sein? Das heißt, hier zu sagen, wie es dir geht in dem Verhältnis, in der Beziehung, kannst du gar nicht nach außen tragen, weil du ja gelernt hast, wenn du es machst, A, belastest du den anderen damit. Das heißt, du möchtest ja keine Last für ihn sein. Er hat doch selber so viele Probleme. Also hörst du lieber zu und bist für ihn da und machst es. Und deine Probleme, die stellen wir mal ganz hinten an. Und dieses ganz hinten anstellen ist das, was Menschen krank macht, was sehr viele belastet, wo diese Krankheiten herkommen, weil das auf Dauer ja alles in dir sich verankert und festsetzt. Du kannst nicht nach außen. Vielleicht in einem geschützten Raum mal, wenn es soweit ist, einen Therapeuten, jemanden, der mit der Sache selber gar nichts zu tun hat, vielleicht mit so jemandem. Aber mit Freunden darüber zu reden, mit Menschen, die nahe stehen, ist es dir fast nicht möglich als Überlebender. Es geht mir gut, es ist alles toll, ja, das kannst du. Und dann dreht sich das. Ja, wie geht's dir? Erzähl mal. Das heißt, du bist bereit, sofort die Gegenposition einzunehmen, um empathisch zu sein. Dein ganzes System ist darauf angelegt, dem anderen, wenn es ihm schlecht geht, zu helfen, hilfsbereit zu sein, da zu sein, Harmonie herzustellen. All diese Dinge sind dir wichtig. Also fragst du, wie es ihm geht, und jetzt seid ihr in dem Gespräch, dass er beginnt zu erzählen, wie es ihm geht, dass es das und das ist. Du hörst zu und bist wieder für ihn eine emotionale Anlaufstation, der emotionale Mülleimer, aber du bist es gewohnt. Ja, so ist es. Ich bin's, und weil ich das gewohnt bin, dann darf ich oder mache ich das, dass ich dann sofort das umkehre. Also nicht ich rede über mich und das, wie es mir geht, weil ich es nie gelernt habe. Und hier zu verstehen, wenn dir jemand begegnet, hör genau hin, frag zweimal nach. Also wenn es dich interessiert, die Person, dann frag nach, ja, und wie geht's dir wirklich? Hast du vielleicht zurzeit eine Situation, einfach mal nachhaken, und vielleicht hat der andere dann die Chance, dass so ein bisschen rauskommt. Wenn du mit so jemandem zu tun hast, dann versuch zuzuhören, lass ihm die Zeit zu reden, lass ihm die Zeit, sich zu öffnen. Auch er braucht diese Hilfe, diese Überlebenden, weil sie gelernt haben, ja, Überleben geht allein. Also sie mussten schwimmen lernen und ihren Schwimmring, dass dir jemand einen Schwimmring zuwirft, dass du dich dran festhalten kannst. Nee, nee, ich schwimme selber, das geht. Also wirf ja nicht den Schwimmring, das könnte dich ja überanstrengen. Also ich schaffe das allein, und dann ziehe ich mich allein dann ins Boot hoch, und es ist gut, dass du mich dabei anfeuerst, mehr nicht. Ich möchte dir nicht zur Last fallen. Das ist ein System, das die Menschen dann in sich haben, weil sie über die Stimmungen gehen, weil sie nicht gelernt haben, eigene Gefühle wie Wut, wie Freude, wie Ärger, wie Frust auszudrücken, sondern diesen eher herunterzuschlucken und irgendwelche Ventile für sich zu finden, die mit anderen nichts zu tun haben. Und hier zu verstehen, den Menschen, die in diesen Situationen, in diesen Beziehungen sind, mit solchen Systemen groß geworden sind, in Ruhe zuzuhören, bei ihnen zu sein, Verständnis für sie aufzubringen, Zeit zu lassen zum Zuhören und dann zuhören. Das heißt, wie geht's ihm? In welcher Situation ist er? Keine Vorwürfe, keine, da kann ich dir weiterhelfen, keine, sofort eine Lösung zu haben. Das wäre schön, wenn wir es hätten, so eine Magic, so eine Zauberformel, in der man dann sagt, mach das, 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 dann ist alles okay, oder ich helfe dir da raus. Zuhören, Anteil nehmen, mit fühlen, das kann helfen. Und hier diesen Menschen die Chance zu geben, sich zu öffnen. Aber mit einem einfachen, wie geht es dir, alles in Ordnung, und dieses dann zu glauben, ist oft der leichtere Weg. Aber hineinzuschauen, zuzuhören, ist der schwierigere. Aber für diese Menschen, wenn sie dann sehen, es interessiert dich wirklich, vielleicht eine Chance, mal mit jemandem reden zu können, der zuhört. Ich weiß, es ist schwierig, weil dieses Lächeln durch den Schmerz der Beziehung, dieses Erkennens geht, dass es nicht einfach so ist, sondern dass hier sich etwas aufgebaut hat und dass man gelernt hat, seine Gefühle, seinen Schmerz durch ein Lächeln
zu überspielen und durch den Schmerz hindurch trotzdem noch der Freundliche, der Hilfsbereite, der Liebe zu sein. Hat dir das Video gefallen, geholfen? Dann wie gesagt, gerne kommentieren, wie es dir ergeht, wie du vielleicht Strategien entwickelt hast, wie du in diesen Situationen umgehst. Und ich wünsche dir auf deinem Weg in deine Freiheit natürlich ganz viel Kraft und sende dir ein liebes Grüßle, dein Hubert Hafner.